Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 4, dem Remake für PlayStation 4. Ja, genau, letztes Mal sind wir... Hallo Fremder. Hallo Fremder, hallo Händler. Ja, letztes Mal sind wir beim Dorf in diese, ja, wie soll ich sagen, diese kleine Kapelle reingegangen, auf Umwegen. Und jetzt sind wir beim Händler gelandet. Ich weiß gar nicht, haben wir beim letzten Mal noch mit ihm gehandelt oder nicht? Ich guck einfach mal nach. Ich habe nur die feinste Ware. Ja, ja. Wir könnten theoretisch was tauschen, glaube ich. Ich guck gerade mal. Wir könnten uns jetzt tatsächlich den Diamant holen, aber ich glaube, ich möchte auf die Punisher sparen. Oh, mein Rücken bringt mich um. Und verkaufen. Die Jahre sind wohl nicht spurlos an uns vorbei. Wir haben schon einiges verkauft. Ach, genau. Ich kaufe fast alles. Ja, ja, er sammelt nicht so viel. Ich habe den Bolzenwerfer beim letzten Mal geholt, dass wir da mal ein bisschen rumprobieren. Genau, Bolzen haben wir auch schon. Sehr schön. Ne, dann haben wir, glaube ich, alles schon gemacht. Und Tune für 11.000. Ich könnte die Angriffskraft vom Messer nochmal erhöhen. Eine Waffe den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Oh. Ich überlege gerade. Etwas Künstlerisches, nicht wahr? Oder halt die Angriffskraft des Explosionsradius. Das ist natürlich auch geil, ne? Aber können wir uns nicht leisten. Er labert aber auch echt viel gerade. Die TMP, nee, die wollen wir uns nicht holen. Oder dein Leben. Ich warte mal. Nicht fallen. Beim nächsten Mal. Ja. Mein Gott, also dein Vorgänger hat nicht so gelabert, muss ich sagen. Selbst der Duke hat nicht ganz so viel gelabert wie du. Das ist ja heftig. Ja, ihr habt mir auch reichlich schon Tipps gegeben. Vielen Dank dafür. Guck mal, hier ist wieder was. Oder habe ich das schon gemacht? Nee, eigentlich ja nicht. Zum einen, was das Messer angeht. Wenn ich nämlich ganz normal nur X drücke. Ach, das geht gar nicht hier. Das ist ein Fake-Brunnen. Scheiße. Wenn ich nur X drücke, dann kann ich auch schon mit dem Messer wohl zustechen. Das habe ich, glaube ich, letztes Mal auch schon immer noch rausgefunden. Aber trotzdem, danke für die Tipps. Das ist immer sehr, sehr nett. Und ich habe mich anscheinend auch bei dem Dorfkampf am Anfang ganz gut geschlagen. Zumindest hatte mir das jemand gesagt. Und da oben ist ein Nest. Ich habe es gesehen. Sehr schön. Was haben wir denn da Schönes? Gewehrmunition. Na gut, die können wir natürlich verscherbeln, weil... Ich weiß nicht. Entweder... Ich hatte gedacht, ich setze auf das Gewehr oder ich setze halt auf diesen Bolzenwerfer. Und aktuell, glaube ich, ist der Bolzenwerfer oder ja, der die Explosionspfeile auch dann hat, glaube ich, ein bisschen sinnvoller. Oh, jetzt kommen wir zum Friedhof. Sehr geil. Den mochte ich im Originalspiel auch immer sehr gerne. Das heißt aber auch, dass hier... Ah, jetzt habe ich die Raben aufgeschreckt. Eine Kirche, das muss sie sein. Ja. Ja, Kirche ist immer relativ... Oh Gott, ich höre Leute. Können wir uns an dem nicht auch ranschleichen? Warte mal. Ich muss das Messer gezückt haben, ne? Komm her. Es hat nicht so geklappt, wie ich wollte. War ein bisschen doof, ne? Ich wollte eigentlich einen Schleichangriff machen. Ich habe ihn, glaube ich, wieder vergessen. Egal. Oh, anscheinend gibt es hier wieder ein ähnliches Rätsel mit diesen Symbolen. Gut. Normalerweise war hier noch so eine Hütte, ne? Die ist jetzt gerade nicht da. Oder? Also hier stand normalerweise im Original eine kleine Hütte. Oder ist das die Hütte und ich bin nicht reingegangen? Ne, da ist die Hütte. Ach so, ah. Die ist ein bisschen versteckt tatsächlich. Okay. Ja, tatsächlich. Einfach mit X drücken. Ach so, dann kann man auch mit dem Fuß auftreten. Das ist ja noch besser. Haha. Dann nutzt das Messer. Ah, du Arschgesicht. Dann nutzt das Messer auch nicht so ab, wollte ich sagen. Ich kann nicht schießen. Ey! Penner. Toll. So. Ruhe im Karton. Oh nein, nicht verwandeln. Genau. Das habt ihr mir auch nochmal geschrieben, dass man halt so nachstechen kann, bevor die sich verwandeln. Das habe ich ja tatsächlich auch noch selbst rausgefunden. Aber auch danke für diesen Tipp. Wie gesagt, ich bin immer sehr, sehr dankbar für die ganzen Tipps. Und ihr seid ja anscheinend auch sehr begeistert von dem Spiel und freut euch, dass ich es mit euch zusammen spiele. Was ist das? Ah, nochmal Rohstoffe, okay. Ja, die sind zum Basteln geeignet, ne? Ja, ja. Da muss ich auch nochmal genauer gucken, wie ich das mit den Basteln handhabe. Guck mal, ein paar Peseten habe ich schon wieder liegen lassen hier. Okay, gut. Jo, da würde ich sagen, gucken wir uns hier noch ein bisschen um. In der Kapelle wird es wahrscheinlich abgehen. Und da ist nochmal ein Nest. Ein Ei. Für ein Hühnerei habe ich jetzt eine Patrone verschwendet. Naja. Da ist ein Vogel. Den könnten wir uns schnappen. Den schnappen wir uns. Ich will eigentlich noch nicht da reingehen. Der hat Geld. Der hat Geld dabei. Hat er wohl...
goldene Steinchen stibitzt, der Rabe. Aber es ist doch gar keine Elster. Ja. Gut, ich muss wahrscheinlich dann mich gleich nochmal hier umgucken, was die ganzen Symbole betrifft. Aber aktuell sehe ich jetzt nichts, was ich hier hätte übersehen können. Vielleicht sind die auch gar nicht von der Reihenfolge her wichtig. Ich kann mir einfach mal die Symbole merken. Also hier haben wir dieses M. Und der andere, der hier am Graben war, hatte da auch was. Ah, da ist dieses... Oh, das ist so ein I. Vielleicht sind wieder die Zwillinge relevant. Dann wäre das das V. Wo war denn da mit seinen Zwillingen? War das... Nee, da komme ich her. Dann war das der. Also einmal doppelt sind die V-Buchstaben. Aber vielleicht ist er auch gar nicht nachgefragt. Wir werden es sehen. Wir gucken erstmal. Hallihallo. Hui. Sieht schon hübsch aus. Ja, so einfach wird es nicht sein, Leon. Verdammt. Hannigan. Condor One an Basis. Die Kirche ist versiegelt. Und Baby Eagle? Negativ, noch nichts. Aber die Verriegelung hier ist nicht von schlechten Eltern. Verstehe. Ich kann mir sehr gut vorstellen, warum. Oh, sie ist hier. So viel ist sicher. Ich sehe, was sich tun lässt. Condor One, Ende. Ja. Ich habe übrigens festgestellt, dass diese Funksprüche, die aus meinem Controller rauskommen, perfekt sind zum Tonspur-Synchronisieren. Also hat auch alles sein Gutes. So, das ist anscheinend nur Deko, da kann ich nichts machen. Ich habe schon gedacht, dass hier vielleicht wieder neue Münzen sind. Also vielleicht gibt es das auch gar nicht öfter mit den Münzen, aber... Ja gut, gucken wir mal. So, was haben wir denn hier? Nee, das ist klar, dass das nicht passt. Da brauchen wir was... Ja, wie ein... Ja, keine Ahnung, irgendwie... Medaillon oder irgendwie was brauchen wir da schon. Ich könnte mir vorstellen, dass hier gleich wieder diese Hunde kommen. Apropos, warte mal. Ich könnte das Hühnerei vielleicht mal fressen. Obwohl, ja doch. Ja, komm. Das fressen wir mal. Und ansonsten... Ja, die Rohstoffe packen wir nach unten. Ich möchte aber das Bolzen-Ding ausprobieren ganz gerne. Bolzenwerfer. Eine Waffe, die Bolzen verschießt. Die Bolzen können vor Abschluss mit einem Minenaufsatz versehen werden. Den Minenaufsatz haben wir halt noch nicht. Den müsste ich wahrscheinlich wieder kaufen. Oh, ich könnte sogar Sachen hier wieder herstellen. Oh, oder soll ich damit warten? Ah, da kann ich auch damit... Oh Gott, 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 Gott. Ich nehme mal ein bisschen Flintenmunition. Ich bin so einfach gestrickt, dass ich mich immer über Flintenmunition freue. Mal nachladen. Ah, ist schon voll. Okay, ah, nehmen wir mal die Pistole wieder. Ich habe sogar noch eine Handgranate. Ist immer gut. Beim Original kam da auf einmal dann einer so um die Ecke geschossen. So etwas überraschend. Den gleichen Gag machen sie natürlich jetzt hier nicht. Aber es ist mir tatsächlich viel zu ruhig gerade. Das muss ich schon sagen. Irgendwas passiert hier doch gleich. Hundertprozentig. Es ist viel, viel zu ruhig. Oh, ein blauer Zettel. Sehr schön. Was haben wir da? Nix. Was steht denn auf dem Zettel? Grabschänder. Diese verräterischen Zwillinge verdienen es nicht, in Frieden zu ruhen, denn sie haben sich dem bösen Kult angeschlossen. Kann dich jemand irgendjemand die Wappen auf ihren Grabsteinen zerstören. Von den Zwillingsgräbern. Okay. Die Wappen auf den Gräbern zerstören. Aber nur von den Zwillingen. Oder nicht? Okay. Guck ich gleich mal nach. Rohstoffe. Oh, ein eleganter Haarschmuck. Sehr schön. Dann, bevor ich jetzt hier reingehe, oder bevor ich die Treppe hochgehe, gucke ich nochmal zum Friedhof zurück. Nicht, dass er jetzt was spawnt, weil ich jetzt den Auftrag angenommen habe. Könnte ich mir auch vorstellen. Ich hoffe, ich darf nochmal zurück. Wäre es doof, wenn nicht. Ich darf, okay. Also die Zwillinge. Hier sind Zwillinge. Das war's schon. War das die ganze Mission? Nee. Das ist die Frage. War das hier mal ein Zwilling? Ich glaube nicht. Warte mal, M? Das ist ja auch ein M. Ganz kurz. Geht das auch? Und den? Das zählt nicht. Also es zählen wirklich nur die reinen Zwillinge, wie es aussieht. Okay. Dann kommt vielleicht noch mal was. Also ich denke mal, da kommt noch was. Da stand zwar abgeschlossen. Nee, da wird wohl noch was kommen. Ich denke aber, dass hier irgendwo noch sowas ist.
Vielleicht sind die nicht ganz so gut versteckt. War das eigentlich eine Tür? Tatsächlich. Hupsala! Ich kann hier rein. Das habe ich gar nicht gesehen. Oh, kleiner Schlüssel. Ja, komm. Gucken wir mal rein, ne? Was haben wir zu verlieren? Oh, ein gelber Diamant. Den kann man ja ganz gut verscherbeln. Ein Foto. Oh, Ashley. Sie ist, glaube ich, hier ein bisschen erwachsener als im Original. Sperrt sie bis zur vereinbarten Zeit in der Kirche ein. Foto von Ashley. Da steht nichts drauf, okay. So. Was haben wir hier noch? Da ist eine Karte, die gucken wir uns gleich an. Da ist noch eine Luke. Noch was im Regal hier vielleicht? Nein. So. Karte des Seeufers. Ein Störenfried von außerhalb ist nach dem Mädchen gekommen. Schließt sie in der Kirche ein und wartet auf unseren Befehl. Den Befehl unseres Herrn. So. Verschließt die Kirche und versteckt versteckt den Schlüssel in der Höhle auf der anderen Seite des Sees. Die Kreatur wird sich des törichten Eindringlings annehmen. Also gibt es hier auch wieder ein Seeungeheuer. Wie schön. Der See. Hoffentlich wartet da nicht wieder irgendeine Überraschung. Oh, da können wir runter. Es ist die Frage. Ja, nee. Moment. Bevor ich da jetzt runterspringe, speichere ich erstmal noch hier ab. Ich fange mal einen neuen Speicherstand an. Weil ich mir nicht ganz sicher bin. Ja, eigentlich bin ich mir schon sicher, dass die Aufnahme klappt. Aber irgendwie hat mein Aufnahmeprogramm gerade so ein bisschen Mucken gehabt. Also das hat sehr, sehr, sehr viel Delay gehabt tatsächlich. Sehr viel Jan-Delay. Dann habe ich nochmal neu gestartet. Jetzt geht's. Ich hoffe nur, dass es auch klappt. Ich will nur mal kurz die Leiter hochgucken. Weil ich glaube, runter komme ich eher, als wieder hoch zu klettern. Und ich glaube, das war eine gute Idee. Was haben wir denn da Schönes? Blendgranate. Ja, nimm mal die mit. Das war's schon hier oben. Deswegen bin ich jetzt hier hochgelatscht. Oder... Ich höre was von hier oben. Irgendwo labert hier einer, aber ich sehe ihn gerade nicht. Oh. Na gut, dann... Ja, springen wir runter, ne? Ich kann mir vorstellen, dass man hier auch wieder zurückkommt, tatsächlich. Okay. Na denn. Gehen wir wieder rein. Und dann schauen wir mal, was da drin so abgeht, ne? Ich habe so ein bisschen Angst, tatsächlich. Ja. Damals war das in der Kapelle auch nicht ganz ohne. Oh, geil. Viele, viele Gräber. Viele, viele bunte Smarties. Achso, ich komme einfach nur jetzt praktisch unter die Mauer. Ach, hier bin ich jetzt. Ich möchte ja eigentlich wieder zurück, ne? Da geht's ja... So komme ich ja gar nicht in die Kirche rein. Ja, okay, das war, glaube ich, im Originalspiel auch später erst möglich, ne? Ja gut, dann kommt man jetzt hier rein, ne? Oh, Shortcut. Alles klar. Gut, dann... Ja gut, dann kommen wir ja noch gar nicht weiter. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir halt noch ein Zwillingsgrab finden, weil ich habe bisher noch keins gefunden. Der See. Ja. See. Ich sehe. Sind hier wieder... Es waren mal ganz, ganz tricky die Münzen hier versteckt an dieser Brücke. Ich traue mich auch gerade nicht schnell zu laufen, weil ich immer Angst habe, ich verpasse was. Ich hab dir ein Auge ausgeschossen. Und jetzt brennst du. Na komm, ja komm her. Bams. Ja, komm mal her. Oh, da kommen ein paar mehr. Na, ich will da jetzt eigentlich nicht zu nah rangehen, tatsächlich. Ja, das sieht doch ganz gut aus, was ich hier mache. So, da war noch einer. Der kommt. Hi. Wenn du der Letzte bist, dann komm mal her. Ja, komm her. Ja, komm. Ja, fein. So, Ruhe im Karton. Du lebst noch. Ich was? Das war wohl ein eindeutiger Kopfschuss. Ja, jetzt ist mein Messer gleich wieder am Arsch, aber gut. Das war doch ganz gut. Da oben will ich auch gleich noch rauf, aber erstmal gucken, was hier so ist.
Schießpulver. Nicht verkehrt. Kommst du jetzt mal her? Wo kam der denn jetzt bitte her? Ist die Schlange noch da? Ich würde die ja ganz gerne killen. Nee, Schlange ist nicht mehr da. Schade. Weil die gibt einem ja manchmal auch noch geile Sachen, ne? Kurz gucken, was hier noch so schönes drin ist. Noch ein paar Peseten. Na gut. So, da hoch. Du fährst zur Esso? Ja, mach das mal. Ich fahr Esso, hat er gesagt. Komm her. Hab dich gesehen. Eiweißer. Ach, da unten. Langsam habe ich genug. Das ist schön, dass Jurassic World Evolution 2 Update installiert ist. Mein Gott, komm doch mal her, statt da immer von dahin zu ballern. Idiot. Komm, fackel dich ab. Sehr schön. Muss ich jetzt da nochmal runterspringen? Ja, sieht so aus. Jetzt komme ich ja nicht an die schönen Sachen ran. So, haben wir jetzt alles? Da ist nochmal was. Ich hoffe, Pistolenmuni. Jawohl. Sehr gut, dass ich auch meine Sachen wiederkriege hier. So, der hat auch was fallen lassen. Was gibt's denn hier? Da war ich schon. Ah, ich gucke gerade, ob hier noch irgendwas versteckt ist. Ich könnte auf den Hahn schießen. Bringt das was? Nö. Damals konnte man ja auch auf die Glocke schießen im Dorf und da gab es ja auch irgendwie was. Dann kam noch irgendwie ein, zwei, ja, ich sagte einfach halber mal Zombies, aber es sind ja nicht infizierte. Oh, da ist ein Schatz. Aber wenn ich den abschieße, ja, doch, warte mal, den schieße ich ab. Ich komme wohl da unten noch irgendwie hin, ne? Bin ich da runter oder bin ich da nicht runter? Da komme ich auch hin, ne? Hm. Ich gehe erstmal hier runter. Hi. So. Sehr schön. Da ist noch ein rotes Fass. Könnte man vielleicht für den Rückweg noch gebrauchen. Wer weiß. Komme ich denn da irgendwie noch runter? Wahrscheinlich später, ne? Da ist ja der See anscheinend. Ich denke, da komme ich noch hin. Und da wäre ich jetzt sonst einfach, glaube ich, jetzt runtergekommen, ne? Kann ich das eigentlich auch kaputt schießen? Kann ich. Ja, dann kommt mal hoch. Ist auch geil. Oh. Oh. Das habe ich nicht gesehen. Da kommt da einer von hinten angelatscht. Mies. Die Forke, die ist hier am Rumspraddeln, wie eine Quaddel. So, einsappeln. Einsappeln. Einsacken. Eine Mischung aus einsammeln und einsacken. Einsappeln. Nee, sappeln eigentlich gar nicht. Nee. Egal, konnte ich mich nicht mit rausreden. So. Schon wieder fast 20 Minuten rum hier. Aber es macht auch so einen Spaß, ne? Okay. Das Licht kann ich mir nicht wegschießen. Aber so leuchtende Objekte an den Decken oder so gibt es nicht mehr, wie damals. Moment, hier piept irgendwo eine Bombe. Okay. Sehr gut. Ich kriege ja nicht ganz gut Muni, ne? Kann man sich nicht beschweren. Eiweißer.
Aber bald kommt bestimmt El Gigante. Bin gespannt, wie der hier aussieht. Ein bisschen Panik habe ich ja schon, ne? Komme ich so nicht durch, okay. Ja, dann gehen wir hier lang, ne? Bevor El Gigante kommt, würde ich ganz gerne nochmal abspeichern oder so. Oh, da ist doch wieder ein Auftrag. Wie schön, Walter, ein Auftrag. Da kann ich ja die neue Küchenzeile bestellen. Och nö, tu das Not, Margret. Werner 3. Muss immer eben sein. Was ist das? Möchte mal wissen, wer das Ding benutzen soll. Ich möchte das nicht wissen. Oh Gott. Kampf den Medaillons 2. Okay, gibt es irgendjemanden, der diese blaue Medaille beseitigen kann? Das Gebiet ist mit ihnen verseucht. Ich bin ihrer Gegenwart leid. Es sind anscheinend 5 Stück. Und es gibt wieder... Oh, diesmal gibt es 4 Spinella als Belohnung. Hm. Ja gut, also wieder die Augen aufhalten. Dieses Gebiet hieß es. Dieses Gebiet. Das ist natürlich... Ja, schauen wir einfach mal. Also ein bisschen aufmerksam sein, ne? Wahrscheinlich habe ich schon das erste verpasst. Pistolenmuni. Oh Gott, ich sehe es schon. Blendgranate, die brauche ich mal eben. Ja, komm her. So. Oh, ich sehe gerade was. Ganz gut abgesahnt hier gerade, ne? Ich möchte nur nicht jetzt gerade wieder den dicken triggern. Da muss ich wohl hoch. Ah, ich habe Angst. Ich habe wirklich Angst. Ich keine Ahnung habe, wie der halt in diesem Remake ist, der Typ. Kann ich dahinter? Ja, kann ich, ne? Kann ich nicht. Hätte ich es fast gedacht. Das ist nichts zum Reingehen. So, da geht es anscheinend weiter. Ich gucke mich trotzdem eben hier um. Ja, da kommt der dicke Große raus. Ja, super. Ist hier noch irgendwas? Da, oder komme ich von hier aus da gar nicht hoch? Anscheinend nicht. Ja, gut. Oh, ist hier ein Schatz. Man hört es ja eigentlich auch, ne? Und ich denke da immer nicht dran, dass ich mich dann umgucken soll. Oh, ein Rubin, sehr schön. Ich gucke jetzt gerade nochmal nach blauen Medaillons. Die können natürlich auch hier irgendwo sein. Vielleicht, vielleicht ist da eins. Nee, auch nicht. Es hieß ja... Ah, ich sehe eins. Okay, ich sehe eins. Da ist eins. Eins haben wir, okay. So, mal schauen, ob hier noch mehr versteckt. Kann man da eigentlich schon reingucken? Man kann dahinter gucken, aber ja, ich sehe da kein Monster. Noch nicht. So, gucken, gucken, gucken. Also auf den ersten Blick sehe ich kein zweites. Vielleicht sehe ich... Auf der Karte sehe ich es ja aktuell noch nicht, ne? Warte mal. Da brauche ich ja erst... Ne, da muss ich erst noch... weiter voranschreiten. Gut. Gehen wir mal weiter. Hier wird er ja wohl nicht auftauchen in dem dünnen Gang, oder? Ich hoffe mal nicht. Oh, ich habe Angst. Es sieht mir irgendwie so aus, als... Weiß ich nicht. Es ist mir zu ruhig hier. Ich habe echt Bedenken. Oh, da braucht man hier diesen speziellen Schlüssel, den ich halt noch nicht habe. Ja. Wahrscheinlich... Es kann sein, dass ich den Insignien-Schlüssel vielleicht erweitern muss oder so. Das ist doch was. Wie in Teil 8. Da gab es das ja auch. Lag da was? Ist ja gerade so, als könnte ich da was. Ne. In Teil 8 konnte man den einen Dorfschlüssel auch immer wieder upgraden. Rohstoffe. Sehr schön. Da ist ein Händler. Oh, danke schön. Danke schön. Hier vielleicht was zum Rausgucken? Ne? Ich hätte jetzt in diesem ganzen Geraffel hier gedacht, dass da irgendwo eine Münze hängt. Oder ein Medaillon, Entschuldigung. Früher hießen es einfach nur blaue Münzen, glaube ich, oder? Es kann aber auch sein, dass ich das mit Mario Sunshine verwechsel. Da gab es auf jeden Fall blaue Münzen. Oh, was haben wir denn da Schönes? Das ist doch mal was. Und von hier aus vielleicht was Blaues zu sehen?
Ich denke ja immer, dass sie sich bei diesen Ecken was gedacht haben. Aber gut, anscheinend wohl nicht. Oh, ich stehe hier auch bald übersehen hier. Kann echt nicht sein. Ich muss echt ein bisschen aufmerksamer sein. Was sagt meine Energie? Die ist voll, okay. So, mein lieber Händler. Ich sehe zwar deine Flamme, aber ich sehe dich noch nicht. Ich hoffe, du kommst gleich. Aha. Dann wird er wohl da drin sein, ne? Ich hoffe mal. Dass ich hier was vergessen habe. Ja gut. Wo bist du denn, mein Freund? Da ist er. Das ist ein Fahrstuhl? Oh, gibt's tatsächlich... Ist das so eine Schießübungstür? Das wäre ja geil. Aber das wäre schon cool. Da würde ich mich freuen. So. Ein sechseckiges Teilstück. Ah, okay. Jetzt gucken. Wo geht's denn hier noch weiter? Ah, ich weiß nicht, ob ich da lang will. Ah, nee, nee. Ich guck erstmal hier rum. Da bist du, das ist schön. Ich komme auch gleich zu dir. Ich sehe, du hast dich um einen Auftrag gekümmert. Gut gemacht. Stimmt, den einen, ja. Aber war das wirklich nur der eine Grab, die einen Grabsteier da? Mehr ist es nicht. Bin ich da jetzt schon runter? Ich kann aber immer. Ich komme gleich zu dir. Ich will nur mal gucken, ob hier noch Sachen sind, die ich vielleicht verhökern kann. Ich brauche ja auch nicht mit dem Boot losfahren. Peseten, siehst du mal. Das war schon mal gut. Ist hier noch mehr versteckt. Ich weiß auch nicht, ob es in diesem Bereich hier eventuell noch so eine blaue Medaillons rumhängen können. Also bei dem Händler. Was ist denn das? Was ist denn das? Ach so, ja, da brauche ich einen kleinen Schlüssel. Da brauche ich einen kleinen Schlüssel. Den habe ich nicht. Scheiße ist das. Na gut, dann gucken wir mal hier lang. Da steckt noch was. Okay. Es hört sich an, als würde hier ein Schatz quietschen. Da drüber vielleicht? Es hört sich so an. Ah, ah. Hä? Ich dachte, ah, das ist nur ein kleiner Grafikbug. Ich dachte, da würde was leuchten. Das kann ich nicht kaputt schießen, ne. Da quietscht auf jeden Fall irgendwie eine Kanne, aber gut, ich sehe sie von hier aus nicht. Ja, ich kann wahrscheinlich in mehrere Richtungen schwimmen. Hm, aber noch nicht. Okay, ich glaube, ich gehe da mal hoch zu ihm. Handel ein bisschen. Speicher. Hat er eine Schreibmaschine? Hat er doch eigentlich immer, ne? Ich hoffe. Normalerweise war doch immer eine Schreibmaschine beim Händler. Ja, da ist auch eine. Hast einen Auftrag erfüllt, stimmt's? Kann Was ich ist denn das? Das Zeug reicht für unsere ganze Abteilung. Okay. Was ist denn das? Händlertipp, hol dir dein Geld zurück. So schön sich deine unbenutzten Waffen auch als Staubfänger eignen. Wie wär's, wenn du sie verkaufst und mit der extra Kohle eine Waffe aufpolierst, die du tatsächlich benutzt? Ja, ja. Wenn du eine genutzte Waffe verkaufst, bekommst du nahezu alle Ausgaben, die du in ihre Verbesserung gesteckt hast, zurück. Echt? Das ist ja mal neu. Es gibt keinen Haken, Partner. Wir wollen dein Bestes. Echt? Das ist ja mal sehr, sehr nett. Ich wusste, auf dich kann ich zählen. Tatsächlich. Ich habe jetzt tatsächlich... Dann, oh, dann habe ich jetzt 5. Dann hole ich mir jetzt noch die Punisher, ne? Moment. Dann verkaufe ich... dann verkaufe ich jetzt diese hier. Meine Knarre. Ich kaufe fast alles. Okay. Reicht damit. Ein hervorragender Deal. Und ich hole mir jetzt die Punisher. Eine vernünftige Entscheidung. Ihre Kugeln durchschlagen so gut wie alles. Ja, sehr schön. Dann gucken wir doch gleich mal, ob wir die tunen können. Ja, für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl, Fremder. Ich glaube, mit der werden wir. Mit der Punisher werden wir noch uns ein bisschen länger beschäftigen. Deswegen kann man das ruhig mal machen. Reparieren. Ja, komm, das mal holen. Ja, komm. Geh sorgfältig damit um, okay? So.
Achso, Moment. Ich muss kurz was schauen. Ist das noch was zum Kombinieren? Ah. Okay, wichtiger Objekt, ja. Lässt sich sicher verkaufen. Aber da ist nichts zum Kombinieren. Untersuchen. Okay. Okay, lässt sich aber anscheinend nicht kombinieren. Gut, dann. Dann. Also doppelt brauchen wir hier nichts. Zwei davon verscherbel ich. Besten Dank. Und ein Saphir auch. Ein hervorragender Deal. Und den Haarschmuck auch. Besten Dank. So. Die Gewehrmunition. Das Küchenmesser. Hau weg das Ding. Oh ja. Damit ach so. Ah, nee, das. Was anfangen. Hätte ich ja für Bolzen benutzen können, Idiot. Egal. Ich werde schon wieder welche finden. Schießpulver, Rohstoffe. Ja, den Rest behalten wir. So, jetzt gucken wir noch mal auf. Was kann man denn noch kaufen bei dir? Rezept. Ja, Blendgranaten. Will ich Blendgranaten herstellen? Eigentlich nicht. Zielfernrohr. Das brauche ich eigentlich nicht, weil ich kein Gewehr habe. TMP will ich nicht. Nö.